Ja, hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Intro gefallen. Ist auf jeden Fall Oscar-verdächtig, ja. Nicht nur Drehbuch, Ton, Bild, sondern auch Performance, ja. ich möchte euch an dieser Stelle hier eins meiner Lieblingsfilme vorstellen. Und zwar ist das die Blair Witch Collection. Ja, wie ihr seht, noch ungeöffnet. Endlich ist sie erschienen. Ich befreie das Ganze mal hier gerade von der Folie. Es ist ein bisschen am Knistern. Ja, das Ganze hier ab 18 freigegeben. Wegen dem zweiten Teil natürlich. Ja, der ja auch hier eine Blu-ray-Premiere hat. So, das schmeiße ich mal weg. Ja, bisschen was für die Umwelt. So. So. Ich mache das jetzt einfach mal so in dieser Perspektive. Ja, dort haben wir einmal das wunderschöne Schächtelchen. Ja, alles matt gehalten. Und dann haben wir hier, ich glaube, so kann man es sehen. Die Schrift ist auf jeden Fall so ein bisschen erhaben. Ja, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier hinten das Deckblatt. Ja, das ist nicht aufgeklebt, sondern das ist einfach nur hier. Na, stell scharf. Dank. Na, mach schon. Naja, auf jeden Fall ist es hier auf jeden Fall nur reingesteckt. Richtig cool gelöst auf jeden Fall. Und hier hinten befindet sich auch die Limitierungsnummer. Das ganze Ding ist limitiert auf 1000 Stück. Ich habe hier die Nummer 482. So sieht das Deckblatt aus. Was steht hier oben noch drauf? There's something evil hiding in the woods. So. Ah, Scharfstellen ist heute etwas schwierig. Okay. Ich probiere, ich gebe mein Bestes. So, dann haben wir hier die Rückseite, die grenzgenial aussieht, die mir schon fast besser gefällt als die Vorderseite. Einfach nur mega, einfach nur mega geil gelöst. So, dann hier nochmal die Vorderseite. Und es ist auch meine allererste Piece of Art Box. Weil sonst die anderen Titel, die da so rausgekommen sind, das war jetzt irgendwie nicht so meins. So, und wenn wir das Ganze hier öffnen, schaut das so aus. Ja, das ist hier mit so einem Schaumstoff. genau. Dann haben wir hier noch ein Büschelchen, ja. Boah. Also wenn ich das hier schon wieder sehe, da kriege ich auf jeden Fall richtig fett Gänsehaut. Schaut mal. Ja. Die ganzen Kreuze, das gruselige Zeug. Naja, auf jeden Fall haben wir hier eine, keine Ahnung, ein Booklet, wo Buchstaben drin sind. Ja, ein Misserfolg, Rückkehr, was lange währt, Sequel, Remake, Reboot und so weiter und so fort. Ja, zeige ich euch jetzt so nicht. Ja, wurde ja schon vom Sascha Cobretti gut genug vorgestellt, auf jeden Fall. Schaut mal, so sieht das aus. Da haben wir hier den grenzgenialen ersten Teil. Ja. Der Mann, nach dem gesucht wird. Dann haben wir hier den zweiten Teil, den ich auch sehr gut finde. Nicht so schlimm, wie viele sagen, meiner Meinung nach. Natürlich ist das was anderes, was vollkommen anderes. Dennoch hat er einen netten Twist am Ende. Und dann haben wir hier nochmal die, den richtigen zweiten Teil, die Fortsetzung, wenn man so will.
Ja, hier begibt sich ja der... Oh, war das jetzt der Bruder? Ich glaube, der Bruder von der verschwundenen Heather begibt sich ja da auf die Suche. Und hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann gibt es da noch so eine Hauptprotagonistin, die das wirklich sehr, sehr gut macht, aber am Ende einen krassen Fehler macht und dass sie dann wieder komplett dumm darstellen lässt. Aber egal, trotzdem ein sehr, sehr guter Teil, wie ich finde. So, und dann haben wir hier noch ein Innenprint. Ja, so kann man es sehen, glaube ich. Richtig cool. Einfach nur Hammer. Also, es ist ja nicht so, als hätte ich die Filme schon in der Sammlung. Ja. Trotzdem, ich liebe diese Filmreihe. Ja, ich habe nicht umsonst mir das auch noch hier tätowieren lassen. Ja, aber ich liebe diese Filmreihe. Ja, ich habe damit einen, ich habe mit dem Film einen ganz, ganz besonderen Bezug. Wir waren damals im Kino und ich hatte richtig, richtig Gänsehaut und das schafft ein Film nur sehr, sehr selten. Das ist einer der ersten, der es geschafft hat. Und von daher kann der ruhig bei mir öfters in der Sammlung erscheinen. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich damals dieses kleine graue Mediabook abgestoßen habe. Vielleicht komme ich da nochmal dran. Vielleicht hat den ja einer von euch abzugeben. Dann kommen wir ins Geschäft. Wie schaut's bei euch aus? Mögt ihr Wackelkamerafilme? Mögt ihr Blair Witch? Oder sagt ihr, das ist so langweilig, das gucke ich mir ja nicht an. Das ist auch nicht für mich die Mutter aller Found-Footage-Filme. Das ist ja Cannibal Holocaust, der ist ja auch so in dem Stil gedreht worden. Schreibt's mir einfach mal in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne ein paar Found-Footage-Tipps in die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall geil. Und wenn ihr Interesse habt, dass ich auch mal meine Found-Footage-Filme zeige, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ja, es tut mir leid, dass ich keine richtige Ego-Perspektive machen konnte. Ich wollte eigentlich die Edition hier auf den Waldboden machen, also so, ne? Aber das ist doch ein bisschen zu feucht und da habe ich ein bisschen Schiss, dass das auch feucht wird. Also, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Filmen, zu Found Footage und so weiter in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und ich hau jetzt ab, bevor mich die Hexe holt. Wer will mich schon haben? Tschüss, macht's gut, euer Moviepicker. Ciao.